Ich bin Mina Ahadi, wir sind jetzt in Köln, Alte Feuerwache, und wir haben eine Veranstaltung mit einigen Flüchtlingen, die hier, also in Umgebung von Köln, leben. Jede Woche, wir sind hier und wir reden mit Flüchtlingen, die Atheist sind oder Ex-Muslim. Und heute haben wir einiges gehört, nicht nur in Köln und Umgebung, sondern deutschlandweit. Wir haben jetzt mit einem enormen Problem zu tun. Diejenigen, die aus verschiedenen sogenannten islamischen Ländern nach Deutschland gekommen sind, aus dem Iran, Irak, Sudan, Somalien, aus Ägypten und verschiedenen Ländern, die Flüchtlinge, die Atheist sind oder Ex-Muslim sind, haben Probleme in Flüchtlingsheimen. Und wir haben heute gehört einige Schicksale, weil angeblich die Organisationen, die dort arbeiten, am meisten mit islamischen Organisationen oder Muslimen zusammenarbeiten. Und wenn die, also die Abgeordneten, die dort sind oder die Leute, die dort arbeiten, hören, dass diejenige keine Religion hat, manchmal bekommt wenig Möglichkeiten, und auch es gibt Schlägerei zwischen den Leuten, die dort sind, und auch manchmal auch Morddrohungen. Ich finde, das ist ein Skandal in Deutschland. Zentralrat der Ex-Muslime als eine Organisation, die Atheisten oder Ex-Muslime vertritt. Wir haben eine Kampagne Asyl für Ex-Muslime. Wir haben versucht in Deutschland, die Leute, die keine Religion haben und in Herkunftsländern zum Beispiel mit Todesstrafe bedroht waren, haben wir geholfen, und bis jetzt haben wir auch sehr viele Menschen geholfen, die in Deutschland ein Asyl oder eine Sicherheit bekommen haben. Aber derzeit sind tausende Flüchtlinge in Deutschland, und das ist eine große Sorge von uns, weil sehr viele Ex-Muslime sind in Gefahr und haben keine Sicherheit mehr in Flüchtlingsheimen. Das ist ein Appell an alle Flüchtlinge, die deutschlandweit Probleme haben. Sie müssen mit uns Kontakt haben, und das ist auch ein Appell an Politiker in Deutschland und Behörden. Alle müssen diese Ex-Muslime helfen und schützen, und auch ich möchte mit verschiedenen atheistischen Organisationen in Deutschland reden. Alle müssen uns helfen, und das muss auch in Medien präsent sein, weil Ex-Muslime haben Angst in verschiedenen Flüchtlingsheimen. Und das ist nicht normal, das ist unmenschlich und das ist gefährlich. Und deswegen, wir versuchen jetzt also mit verschiedenen Beratungen Arbeit, diese Flüchtlinge helfen, auch mit öffentlicher Arbeit. Wir haben vor, zum Beispiel Demonstrationen organisieren, wir haben vor, mit diesen Menschen reden, und ich denke, Politik, Medien und auch Menschenrechtsorganisationen sollen diese Probleme sehen und sollen uns helfen.